Und ich sage euch, das gibt noch. Ja. Ihr werdet es erleben. Habak? Habak gefällig? Danke. Habak? Habak gefällig? Der Übergang Napoleons über die Beresina kann nur mit allerschwersten Opfern erkauft werden. Und die Katastrophe, die mit dem Brand von Moskau begonnen hat, erreicht hier ihren Höhepunkt. Ständig von Kosaken angegriffen und durch die ungewöhnlich heftig einsetzende Winterkälte stark dezimiert, können sich nur noch Reste der großen Armee nach Wilna retten. Gerechte Gottes! Was wird aus ihm werden, Stappenbeck? Wie soll der Napoleon sich jemals von diesem Schlag erholen? Von diesem verlorenen Feldzug? Wie einem Karpfen wird es ihm gehen, wenn das Wasser bis auf den Grund gefroren ist. Ersticken muss er. Ich sag dir, Rabe, es ist aus. Man darf ja eins nicht vergessen. Zunächst mal die Gegend da oben. Ich meine, in Russland, da liegt ja schon Schnee. Und dann das Volk. Das Volk dort. Die Leute sind nicht so wie bei uns. Sie sind aber schon in Wilna. Und von Wilna bis an die Grenze sind nicht mehr als gut 90 Meilen. Nicht mehr, 90 Meilen. Die schafft er doch niemals. Da hat er sich verrechnet. Was willst du denn? Er selber ist ja schon heil raus. Ihm kann nichts passieren. Napoleon sitzt warm und trocken in Paris. Und seine Franzosen, die nicht mitgefroren haben, die werden ihm bald wieder eine neue Armee machen. Nee, nee, Schnökel. Das werden sie nicht. Blas an diesen Philibus hier so viel du willst. Es hat keinen Zweck. Er brennt nicht wieder. Selbst wenn sie eine Armee aus dem Boden stampfen, wer soll sie kommandieren? Genau das ist es. Da liegt der Hase im Pfeffer. Napoleon ist schon ein Deibelskerl, zugegeben. Aber am Ende kann er nicht alles alleine besorgen. Muss er ja auch nicht. Dafür hat er seine Generale. Hat er eben nicht. Die meisten von denen stecken vorläufig noch mit erfrorenen Füßen im russischen Schnee. Das wirst du schon schnurrig zu gehen. Wenn auch nur ein einziger von ihnen zurückkommen würde nach Paris und dem Napoleon melden könnte, hier bin ich. Was denn, Stappenbeck? Sollen wir sie denn alle tot machen? Ach, niedlich. Du natürlich nicht. Da kannst du beruhigt sein. Du brauchst deine zarten, weißen Posamentiererhände nicht mit Marschallblut zu besudeln. Aber irgendjemand wird es schon tun. Und wer, Stappenbeck? Sowas ist nicht Sitte hier bei uns in Preußen. Kann es aber werden, Rabe. Die Not fordert es und die Not lehrt vieles. Nicht nur beten. Oben in Litauen oder in Masuren, da werden sie schon zupacken. Und wir haben hier genug Erde, um ein Dutzend Marschälle zu begraben. Noch eine Weiße. Auch Tieck? Empfindet er eine solche Neudekretierung nicht als eine Thronentsetzung? Danke, Friedrich. Stellen Sie es nur dorthin. Wir bedienen uns dann schon selbst. Haben Sie denn nicht Novalis auf Kosten Tiecks überschätzt? Ich glaube wohl kaum. Ich bezweifle sogar, dass er überhaupt überschätzt werden kann. Ja. Es überrascht mich doch, einer so besonderen Wertschätzung des zu früh Verstorbenen zu begegnen. Ich muss allerdings gestehen, dass sein Roman, vor allem die Hymnen an die Nacht, einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen haben. In diesen Hymnen haben Sie den eigentlichen Novalis. Ich kenne lediglich zwei, drei seiner Lieder. Kreuzgesang, Bergmanns Lied und ähnliches. Schöner aber und tiefer, finde ich, sind diese Strophen hier, mit denen er seine geistlichen Lieder einleitet. Wenn alle untreu werden, so bleib ich dir doch treu, dass Dankbarkeit auf Erden nicht ausgestorben sei. Für mich umfing dich Leiden, vergingst für mich in Schmerz. Drum gebe ich dir mit Freuden auf ewig dieses Herz. Seit dem Lied von Paul Gerhardt, O Haupt voll Blut und Wunden, wurde nichts Ähnliches gedichtet. Und das in diesen Zeiten des Abfalls. Jürgers, Sie haben viel versäumt. Willkommen. Unser Thema war Novalis und die romantische Schule.
Eben Sie ist der Grund für meine Verspätung, die ich zu entschuldigen bitte. Liebe Freunde der Castalia, ich habe die Ehre, Ihnen einen Bekannten von mir vorzustellen, Herrn Hansen Grell. Kandidat der Theologie im letzten Semester und, versteht sich, ein Poet dazu. Der besagte Grund meiner Verspätung ist ein Disput über Novalis und die Arten und Unarten der romantischen Schule mit eben diesem Herrn. Sie kennen Novalis? Tja, ich gehöre, wenn man das so sagen kann, zu seiner noch kleinen Gemeinde. Sein Gott ist Hölderlin, unser schwäbischer Hyperion. Es wird Dr. Sassnitz interessieren. Kommen Sie, ich stelle Sie den Herrn vor. Mein Name ist Hirschfeld. Sie finden viele Kommilitonen in unserem Kreis. Herr Levin von Fitzewitz, der Gründer unseres literarischen Vereins, er hört Philosophie bei Fichte. Ja, und römisches Recht bei Savigny. Seien Sie als Gast unseres literarischen Zirkels willkommen. Danke. Dr. Sassnitz? Herr von Ladalinski? Freut mich. Ganz meinerseits. Das neueste Flugblatt für Groschen habe ich neben auf zwei. Im ganzen Kreml nicht eine Semmel. Na komm, lies vor. Warte nur, Bonaparte, warte nur, warte, Napoleon, warte, warte. Napoleon, wir kriegen dich schon. Wir lernen es vom Russ, der zeigt uns, wie man's machen muss. Im ganzen Kreml nicht eine Semmel. Und dicht auf den Hacken nur Hunger und Kosaken. Ja, ja, der Russ, der zeigt uns, wie man's machen muss. Vorbei ist der Blitz deiner Sonne von Austerlitz. Bejaben unterm Schnee liegt jetzt die große Armee. Warte, warte, Bonaparte. Warte, warte, Napoleon. Warte, nur warte, Napoleon. Wir kriegen dich schon. Und dem ganzen Kreml nicht eine Semmel. Das ist gut, das ist wirklich sehr gut. Und wo führt sowas hin? Zur Ablehnung, Widerstand, Rebellion? Na, hör sich mal einer den an. Der heldenhafte Feldwebel Klemm, der dem alten Fritzen damals ganz allein die Bataille von Torgau gewonnen hat. Die Polizei, die sich auch sonst immer so gern um alles kümmert. Die Polizei drückt ihr Bederungen zu, wo sie sie doch offen halten sollte. Eine Schande. Sind wir vielleicht nicht im Bündnis mit den Franzosen? Wenn Napoleon uns nochmal auf dem faulen Weg erwischt, dann sind wir verloren. Von Treue will ich ja gar nicht reden. Man braucht nicht treu zu sein in der Politik, meine Herren. Aber seinen Verstand muss man benutzen. Hier, klug muss man sein. Was jetzt klug ist, ist doch wohl klar. Napoleon hat nur noch Trümmer und der Russe drängt nach. Das wird er nicht. Niemals wird er das tun, glauben Sie mir. Wenn doch, dann gibt's eine Mausefalle. Das sag ich Ihnen. Und wer steckt drin? Der Russe. Wie denn? Na, da bin ich mal neugierig. Also dieser Strich hier ist die Grenze. Auf der rechten Seite Russland, auf der linken Preußen. Und das ist Polen. Und hier ist Berlin. Und das hier ist die Oder. In 6 verschiedenen größeren und kleineren Festungen. Hier zum Beispiel in Küstrin. Und hier in Frankfurt an der Oder stecken 30.000 Mann Franzosen. Und etwa noch mal so viel hier in Polen. Und zwar in einer Flankenstellung. Zum größten Teil schon im Rücken der russischen Armee. Wenn der Russe nur nachdrängt, wie Sie meinen, Herr Bürstenbinder, nehmen wir mal den Fall, dass er es tut. Was würde dann passieren? Dann warten hier an der Oder 30.000 Mann ausgeruhte Truppen auf ihn, mit denen er es aufnehmen muss. Und besonders hier in Frankfurt. Von der Flankenstellung her rücken weitere 30.000 nach und klapp! Da ist sie zugeschnappt. Die Falle. Und was nicht kapituliert, beißt ins Gras. Tja. Und ich glaub das nicht. Nie und nimmer. Manchmal denke ich, unsere Kastalia vertrocknet. Es fehlt ihr frisches Blut. Vielleicht bringt dieser Hansen Grell einen lyrischen Zukurs. Was hältst du von ihm? Er ist klug und er ist gescheit. Was er über Hölderlin sagt, zeugt von tiefer Empfindung. Einmal lebt ich wie Götter und mehr bedarf's nicht. Ob Leid oder Liebe, ob Freiheit oder Vaterland. Einmal leben wie Götter und dann sterben. Sterben bald, eh das große Gefühl der Erinnerung verblasst. Gute Nacht. Bitte grüß deine Schwester von mir.
Und erinnere Sie an Ihr Versprechen, dich nach Hohenfels zu begleiten. Komm doch morgen noch auf einen Sprung vorbei. Papa und Katinka würden sich freuen. Und du kannst sie en passant an ihr Versprechen erinnern. Ich reise morgen ganz früh. Für einen Besuch zu früh. Wie du meinst. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen oder Weihnachten auf Hohenfels. Gute Nacht, Lieber. Bis morgen also. Bis Hohenfels. Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen, und einen Herbst zu reifen Gesange mir, dass williger mein Herz vom süßen Spiele gesättigt, dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist mir einst das Heilige, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen. Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt. Zufrieden bin ich, wenn auch mein Seitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt ich wie Götter. Und mehr bedarf's nicht. Ja, bitte? Es ist Zeit, junger Herr. Die Kutsche ist da. Chris hat die Koffer schon runtergetragen und wartet. Ich habe hier einen halben Kuchen für Sie eingepackt. Danke, Frau Hule. Den werde ich mir während der Fahrt schmecken lassen. Und bitte vergessen Sie nicht, Ihren Herrn Papa von mir zu grüßen. Und das Fräulein Schwester. Das tue ich gerne. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Danke. Und kommen Sie gesund zurück. Ich freue mich schon so oft zu Hause. Ein frohes Fest, junger Herr. Für Sie und Ihre Familie. Frohes Fest, Frau Hule. Bis nach den Feiertagen also. Guten Morgen, Christ. Guten Morgen, junger Herr. Schnurstracks nach Hause. Jawohl, junger Herr. Höher. Christ! Ja? Doch erst zu den Lalalinskis. Nur auf einen Sprung. Jawohl, junger Herr. Apfelmänner! Zwei Groschen das Glück! Apfelmänner! Bitte, Mama. Aufmerksam, dass du doch noch bei uns hereinschaust. Nur auf einen Sprung. Papa ist leider schon im Amt. Ah ja. Katinka... Ja? Ist da.
Levin! Wie schön, wie mich das freut. Frohe Weihnachten. Hier? Damit du uns nicht vergisst, den Hohenfietz. Ihr kommt doch. Am zweiten Weihnachtstag, wie abgemacht. Es bleibt dabei? Aber ja, wir freuen uns doch schon so. Grüße deinen Papa und Renate. Und Tante Schorlemmer und Pastor Seidentopf. Und Marie und Kniehase. Und na eben einfach alle in Hohenwitz. Das will ich, Katinka. Reichst du mir das mal rüber? Oh. Danke. Oh, pardon. Pass auf, beug dich nicht so weit vor. Oh, du musst mich nur halten. Da oben fehlt noch was. Sehen Sie mal, was da auf uns zukommt. Halt an. Seid ihr Deutsche oder seid ihr Franzosen? Das sind Deutsche, Wörterberger. Wie weit ist noch nach Berlin? So an die 2 Meilen. Nimm einen Schluck zum Aufwärmen. Vergelt's Gott, Bruder. Gib her. Mir auch. Warum seid ihr denn mit nach Russland? Warum, warum? Weil man hin müsse. Wir haben nichts verloren kennt bei den Russen. Man hin halt müsse. Weiter, schnell! Fahr weiter!
Wo sind wir, Christ? Wohlsdorf, junger Herr. Da habe ich fest geschlafen. Ja, dritthalb Stund. Ich werde mir mal ein bisschen die Beine vertreten. Gesichter ihr treu zu Diensten stehen. Sie schwingt die Siegesfahne auf güldenem Himmelsplane und kann auf Sternen gehen. Und kann auf Sternen gehen. Marie. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Danke, gut. Ich soll dich grüßen von Tubal. Und ganz besonders herzlich von Katinka. Wird sie kommen? Sie hat es fest versprochen. Guten Abend, Schulze Kniehase. Frohes Fest, junger Herr. Frohes Fest. Frohes Fest, Marie. Danke. Christ, wir sehen uns in der Messe. Komm. Komm, Marie. Willkommen, junger Herr. Guten Abend, Jeze. Wie geht es? Danke, junger Herr. Gut, mir geht's gut. Bitte. Ihr beschert schon? Mhm. Wie immer, unsere Dorfarmen und die Singekinder. Hector! Na komm. So ist brav. Fein. Ja, mein Hector. Brav.
fröhliche Weihnachten. So, und hier ist für jeden etwas. Das könnt ihr doch sicher. Na kommt, Kinder. Kommt vor. Weihnachten. Danke. Das bekommst du? Das ist für dich? Das ist für den Friedrich? Danke. Das Schöne ist dann. Gehört dir? Und du kommst das Geld. Levin, wie schön, dass du da bist. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tubal und Katinka lassen dich grüßen. Danke. Hier, was warmes. Wie geht es Tante Schorlema? Gut, es geht allen gut. Levin, und das ist für unsere junge Mutter. So, greif zu. Bei dem letzten Brief hast du mir geschrieben, Papa ist verändert. In seinen Briefen habe ich davon nichts bemerkt. Er ist es aber trotzdem. Er hört mir kaum noch zu. Und oft geht er an mir vorüber, ohne mich zu sehen. Ich weiß, es ist nicht gegen mich gerichtet, aber es schmerzt mich doch. Er ist eben nicht mehr so wie früher. Und wenn er nett und freundlich ist und lächelt, so spüre ich, dass er sich dazu zwingt. Und was glaubst du, ist die Ursache? Die Zeitung. Was? Ja. Kaum, dass Hoppenbarikin ins Haus kommt und das Postpaket aus ihrem Kartontuch wickelt, ist seine Ruhe hin. Er studiert sie, als ging es um das ewige Leben. Dann werden Briefe geschrieben. Die Pferde kommen kaum noch aus dem Geschirr. Oft sind wir tagelang allein. Ein Segen, dass ich Tante Schorlemmer habe. Obwohl es das wahre Glück ja nun auch wieder nicht ist, einen Winter lang mit ihr und ihren frommen Sprüchen am Ofen zu sitzen. Ja, bitte? Der Herr Major lässt bitten. Wir kommen jetzt. Weihnachten. Frohe Weihnachten. Schön, dass du da bist. Liebe Schorlemmer. Frohe Weihnachten. Für dich, liebe Renate. Oh, danke, Papa. Für unseren Literaten. Danke. Liebe Schorlemmer. Vielen Dank. Hoffentlich gefällt sie dir. So was habe ich mir schon immer gewünscht. Das ist für dich, Levi. Für mich? Danke, Papa. Wir leben in wunderbaren Tagen. Zeit für die Kirche. Lasst uns hören, was Pastor Seidentopf uns dieses Jahr zum Christfest zu sagen hat. Überleben wir die meisten Kerzen ausblenden. Siehst du? Mit Christi Geburt, die wir heute feiern, beginnt das neue christliche Jahr. Das neue Jahr 1813. Was wird es bringen? Es wissen zu wollen,
wäre Torheit. Aber zu hoffen ist unseren Herzen erlaubt. Gott hat ein Zeichen gegeben. Mögen wir es zum Rechten deuten, wenn wir es deuten. Er will uns wieder aufrichten. Unsere Buße ist angenommen. Unsere Gebete sind erhört. Die Geißel, die nach seinem Willen 6 Jahre lang über Preußen lag, er hat sie zerbrochen. Er hat sich unserer Knechtschaft erbarmt. Und die Weihnachtssonne, die uns nun scheint, sie will uns verkünden, dass wieder hellere Tage kommen. Ob sie kommen werden mit Palmen oder ob sie kommen werden mit Schwertern, wer kann es sagen? Aber wenn sie kommen, so ohne Opfer an Gut und Blut wohl nicht. Gott will kein Weltenvolk. Gott will keinen Babelturm, der in den Himmel ragt. Und wir stehen ein für seine ewige Ordnung, wenn wir einstehen für uns selbst. Unser Herd, unser Land sind Heiligtümer nach dem Willen Gottes. Und seine Treue wird uns nicht lassen, wenn wir getreu sind bis in den Tod. Handeln wir, wenn die Stunde da ist. Aber bis dahin harren wir in Geduld. Amen. 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 Der Herr segne euren Eingang und Ausgang in Ewigkeit. Die Zeit ist gekommen, Levi. Das Zeichen, von dem Seidentopf in seiner Predigt gesprochen hat, hätte nicht deutlicher ausfallen können. Hier. Lies. Napoleons große Armee hat aufgehört zu existieren. Der Brief stammt von Justizrat Torbeni. Morgen wird unsere Zeitung das Bulletin Napoleons bringen, in dem er die Niederlage eingesteht. Ich kenne es. An der Universität kursierte gestern schon der französische Text. Das Bulletin sagt nicht die Hälfte. Die Wirklichkeit ist noch weit schlimmer. Der Brief aus Minsk und Bialystok. Napoleon ist total vernichtet. Welch ein Gericht? Ja, ein Gottesgericht in Verbrauch. Doch fürchte ich, wir haben 9-mal Kluge am Ruder, die den zornigen Gott in den Arm fallen wollen. Wie ist die Stimmung in Berlin? Gut. Was fehlt, ist ein leitender Wille. Ein entschlusskräftiges Wort. Das Wort muss gesprochen werden, Levi. So oder so. Wenn die Menschen stumm sind, so schreien es die Steine. Levi, wir alle hier sind entschlossen. Jetzt oder nie. Nicht viele werden den Jemen überschreiten. Über die Oder darf keiner. Wir sind offiziell noch die Verbündeten des Kaisers Napoleon, Papa. Du missbilligst, was wir vorhaben? Ich kann nicht anders. Das, was du vorhast, ist gegen meine Natur. Ich habe auf der Fahrt hierher seinen Elendszug gesehen. Verwundete. Halb erfroren. Mehr tot als lebendig. Es war schrecklich. Schrecklich. Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr Soldat. Und ich weiß es, Levi. Aber Unterdrückung und Knechtschaft sind auch schrecklich. Franzosenherrschaft muss ein Ende haben. Sie muss. Hörst du? Du warst noch ein Junge damals, als der Feind, als Napoleon ins Land kam. Der Glanz seiner Taten ging ihm voraus. Als er damals im Übermut seines Glücks unsere Königin fragte, Madame, wie konnten Sie es wagen, gegen mich den Kampf aufzunehmen? Diese Frage wird seitdem von allen Schwachen und Elenden im Land als das A und O aller Weisheit nachgesprochen. In dieser Vorstellung unserer Ohnmacht seid ihr herangewachsen, du und Renate. Ihr habt nichts gesehen als unsere Kleinheit. Nichts gehört als die Größe unseres Besiegers. Aber es war einmal anders, Levi. Wir Alten, die wir noch das Auge des großen Königs gesehen haben. Wir wissen es. Und wir leiden bitter an der Erniedrigung. Tag für Tag. Sie wird von uns genommen werden. Eines Tages. Bald, dessen bin ich sicher. Aber noch sind wir unseres Feindes Verbündete. Er schlägt sich unserer Türe zu, hoffnungsvoll, wie zu seinem eigenen Haus. Das Licht, das er sieht, bedeutet ihm Rettung, Leben. Und eben da soll in unserer Hand fassen und erwürgen.
Nur kein feiges Mitleid. Wir müssen handeln, Levi. Dieser Napoleon muss uns vom Hals. Wir gehen sonst zugrunde. Ihn zu stürzen ist jedes Mittel recht. Nein, nicht jedes Mittel. Es muss ein ehrlicher Krieg sein. Kein Kampf aus dem Dunkeln, aus Überfällen und Hinterhalten, wie ihn die Spanier geführt haben. Sie haben Erfolg gehabt. Wir brauchen ihn auch. Es ist keine Schande, von einem tapferen Volk zu lernen, wie man sich seiner Peiniger erwehrt und Freiheit schafft. Alles ist gut, was diesem Ziele dient. Und die Unschuldigen, die es treffen wird? Denkst du an die? Der große Schuldige hat viele Unschuldige mit in sein Verhängnis gerissen. Wir können nicht sichten und sondern. Napoleon ist ein Feind der Menschheit. Er muss weg. Weil ich ihn nicht selber treffen kann, zerbreche ich seine Waffe, wo ich sie finde. Das Netz ist ausgespannt. Je mehr sich darin verfangen, desto besser. Levin, es wird kein Friede sein, solange er ist. Wenn ein Mann ganz Europa unterjochen will, dann ist es nicht nur das Recht, dann ist es die Pflicht der Unterdrückten, sich zu erheben. Guten Abend. Guten Abend, Niklai. Na, Niklai, wie hat dir die Predigt gefallen? So weit, so gut, Kameritz. Obwohl unser Pastor kein Wort gesagt hat, dass uns an diesem Tag zu Bethlehem das Heil geboren wurde. Aber trotzdem hat er gesprochen wie ein braver Mann. Er hat ein preußisches Herz. Ja, und ein christliches vor allem. Er zetert nicht und er verdammt nicht. Er ist kein Pharisäer. Bloß einen Fehler hat er. Er ist einfach zu gut und zu leichtgläubig. Er sieht alles immer so, wie er es sehen möchte. Was willst du damit sagen, Kümmeritz? Über dem Heer der Ägypter hat er gepredigt, sind die Wasser zusammengeschlagen. Aber der König Pharao, das heißt der Napoleon, der sitzt bereits wieder in seiner Hauptstadt Paris in Sicherheit und spinnt seine Fäden. Und wie lange dauert's, dann haben wir die Franzosen wieder im Land mit ihren alten Kniffen und Pfiffen. Wartet's ab. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Es steht nirgendwo geschrieben, dass Pharao bis in alle Ewigkeit auf seinem Thron bleibt. Jedes Ende hat einen Anfang. Wenn ihr meine Meinung wissen wollt, Russland, das war ein Anfang. Wenn sie kommen wollen, dann sollen sie kommen, bitte. Hier bleiben aber dürfen sie nicht, dafür sorgen wir. Wir werden den Franzosen schon den Rest geben. Der wird sich wundern. Ihr könnt fragen, wen ihr wollt. In jedem Dorf, Land auf, Land ab. Da gibt's nur eine Antwort. Wenn's erstmal ans Mähen geht, ich mähe mit. Tubal sehe ich häufiger. Wir haben einen Kreis. Studenten, junge Offiziere, Poeten. Wir reden, wir diskutieren. Manchmal liest einer Gedichte oder eine Erzählung vor. Meistens romantische oder patriotische Sachen. Oft sehr gelungen. Gelegentlich wird das eine oder andere sogar gedruckt. Ich gehe mal mit Tubal hin. Er ist empfänglich für alles Poetische. Ich habe dich nach Katinka gefragt, Levin. Sie ist viel eingeladen. Ist sehr beliebt. Du weißt ja, wie sie bezaubern kann, wenn sie will. Es ist nicht ihre Schuld, dass wir uns nur ein paar Mal gesehen haben. Aber sie ist dir doch noch gut. Ich hoffe es, Renate. Hin und wieder scheint es mir sogar so. Ja, ich glaube, sie hat mich gern. Pastor Seidentopf einen schönen Gruß. Dem Justizrat. Ich fahre nach Schloss Guse. Ich glaube, ich bin meiner Schwester mal wieder einen Besuch schuldig. Das ist doch nicht der einzige Grund, Papa. Nein. Wenn ich Glück habe, treffe ich einen ganzen Schock Standesgenossen und kann mir viele Visiten sparen. Ich will wissen, was in ihren Köpfen vor sich geht und notfalls einige Lichter aufstecken. Vorwärts, Christ! Spürst du seine innere Unruhe? Am liebsten würde er mit der Windsbraut durch ganz Preußen sausen. Ja, alles drängt ihn zur Tat. Doch, zwischen Jepper und Don. Die Oder war immer ein Grenzfluss.
Die gesitteten Slawen jenseits der Oder. Sie hatten Tempel, sie trugen feine Gewänder. Das meinen Sie doch nicht im Ernst, verehrter Herr Justizrat. Aber genau so meine ich es. Ach, die Germanen in dieser Gegend waren wilde. Sie hatten Menschenopfer. Sie schlitzten ihren Feinden die Bäuche mit Feuersteinen auf. Fragen Sie Seidentopf. Er kennt meine heiligsten Überzeugungen. Was hat Turgani denn wieder Schlimmes gesagt, liebe Freundin? Ach, vieles. Aber das Schlimmste, er sieht die Möglichkeit einer europäischen Regeneration zwischen Don und Dnieper. So ist es. Wir stehen vor einem großen Auffrischungsprozess. Und von der Wolga kommt er her. Herr Pastor. Lassen Sie sich nicht erschrecken. Turgani liebt das Aparte. Das war schon in unseren gemeinsamen Göttinger Studententagen so. Und da ich drüben in den Schränken allerlei Zeugnisse aus unserer Vorzeit aufbewahre, unterstellt er mir eine germanisch-sittliche Mission. Und besteht selber darauf, den Apostel des Panslavismus zu spielen. Aber das müssen Sie alles nicht. Mit dem jüdischen Berg hat es eine besondere Bewandtnis. Ausgegraben, müssen Sie wissen, wurde es jenseits der Oder. Justizrat Turgani hat den Fund seinem Freund geschenkt. Das Kinderspielzeug eines slawischen Fürstensohnes, behauptet er. Und, alter Streit, der Pastor dagegen, ein germanisches Kultgerät, der Wagen Odins. Und wer hat recht? In und her. Tante Schorlemmer musste endlich den Streit entscheiden. Ihr Schiedsspruch? Ganz einfach. Dieser Wagen ist nichts weiter als ein Streitwagen. Haben Sie unsere ganze Tante Schorlemmer. Ist sie eine leibliche Tante oder... Nein, nein, nein. Alle nennen sie nur so. Sie müssen wissen, Levin und Renate von Fitzewitz haben sehr früh ihre Mutter verloren. Damals kam die Schorlemmer als Wirtschafterin aufs Schloss. Sie hat die jungen Herrschaften großgezogen. Die Kinder liebten sie. Tja, und so wurde sie eben die Tante Schorlemmer. Ich bin Ihrem guten Pastor sehr dankbar, Fräulein Marie. Und meinem alten Freund Turgani auch. Ohne Sie würde ich aus Frankfurt und aus meiner Studierstube nicht herauskommen. Ich bin nicht gerade ein geselliger Mensch. Obwohl ich Geselligkeit eigentlich mag. Wie soll ich es ausdrücken? Ich habe Sie nicht gelernt, aber ich genieße Sie. So lerne ich Sie vielleicht auch noch. Ah, Sie sind da. Endlich. Willkommen. Willkommen. Wir sind doch nicht zu früh. Zu früh? So lieber Besuch kommt immer zu spät. Marie ist schon da und Justizrat Turgani und ein Konrektor Otegrafen, den er aus Frankfurt mitgebracht hat. Und nicht zu vergessen, unsere liebe Tante Schorlemmer. Ein Fenderspiel. Oh, Fenderspiele ja, sind das Allerschönste. Was meinen Sie, Ote Grafen? Die Damen mögen es entscheiden. Ich schließe mich an. Wir haben die Wahl zwischen Teller drehen, Teller wandern und Tuch zu werfen. Dann bin ich für Levins Lieblingsspiel. Alles, was fliegen kann, fliege sehr hoch. Gut. Oh ja. Angenommen? Ja. Kein Widerspruch? Nein. Also, angenommen. Danke, Marie. Ihren Korb, Verehrteste, für die Pfänder. Lassen Sie die Hände ruhen. Geben Sie uns ein Rätsel auf. Wir hängen an Ihren Lippen. Seien Sie eine Sphinx. Oh. Alles, was fliegen kann, das fliege hoch. Kolibri? Alles, was fliegen kann, das fliege hoch. Amsel? Alles, was fliegen kann, fliege hoch. Adler? Ja. Alles, was fliegen kann, fliege hoch. Herr Laienvogel? Alles, was fliegen kann, fliege hoch. Elefant? Oh. Ein fliegender Elefant.
Weiter! Okay. Sie sind dran! Alles, was fliegen kann, fliege hoch. Schmetterlinge! Alles, was fliegen kann, fliege hoch. Karpfen! Alles, was fliegen kann, fliege hoch. Hummeln! Tauben, ja. Alles, was fliegen kann, fliege hoch. Spatz! Alles, was fliegen kann, fliege hoch. Drache! Oh, ja! Kann ein Drache fliegen? Die alte Streitfrage. Entscheide du, Seidentopf, das ist dein Revier. Nein, nein. Fotografen soll es. Zu meiner Zeit, da konnten die Drachen noch mehr als nur Feuer spucken. Und was denkt die junge Generation darüber? Ein Drache? Da Fräulein Marie die Frage gestellt hat, entscheide ich, er fliegt. Levin, ein Punkt, ein Punkt. So. So, jetzt wird's ernst. Ich schreite zur Einlösung der Pfänder. Nur Levin, wie ich sehe, ist am meisten verschuldet. Kein Wunder, wenn man seinem Lieblingsspiel frönt. So, Augen zu. Augen zu. Ich greife hinein ins volle Menschenleben. Was soll das Pfand in meiner Hand? Speck schneiden. Marie. Yeah. Hier stehe ich und schneide Speck. Wer mich lieb hat, holt mich weg. Was soll das Pfand in meiner Hand? Steinekamm. Wer ist der Kobold? Pappenmariechen, ihres Zeichens hohen Vizebotenfrau. Und auch sonst noch allerlei. Man munkelt dies und das, aber die Beweise fehlen. Sie ist ein Original und das kommt ihr zustatten. Der alte Fitzewitz zieht ihr manches durch die Finger. Ihr eigentlicher Anwalt aber ist Levin. Ich habe den Eindruck, die Beziehung zwischen den jungen Herrschaften und Marie ist sehr vertraut. Sie sind zusammen aufgewachsen. Die Mutter von Levin und Renate hatten Marie von Anfang an in ihr Herz geschlossen. Einmal pflückte das Kind im Schlosshof Blumen ab, die es für vergissmeinnicht hielt. Es war aber Heliotrop, damals noch etwas Seltenes. Und Frau von Fitzewitz wollte wissen, wer ihr das angetan habe. Als Marie davon hörte, lief sie zu der gnädigen Frau, küsste ihr die Hand und sagte, ich habe es getan. Sie zitterte vor Angst, aber sie weinte nicht. Von diesem Augenblick an war die Freundschaft geschlossen. Und als 8 Tage um waren, war Marie die Spiel- und Schulgenossin Renatens. Auch Levin scheint sehr befreundet mit Marie zu sein. Ja. Haben Sie etwas dagegen, wenn wir diese Rüttelei etwas unterbrechen? Mir nur angenehm, Herr Justizrat. Niklas, halt an! Wir wollen uns die Beine vertreten. Es war ein schöner Tag. Welch liebenswürdige Natur, Ihr Freund Seidentopf. Welche Teilnahme an jedem Kleinen und Allerkleinsten. Und wenn es nur ein Pfänderspiel wäre. Da haben Sie aber Unrecht. So ein Pfänderspiel ist eine große Sache. Rundheraus, Otegraven. Sie lieben Marie. Ja, von Herzen. Sie kennen Ihre Vorgeschichte. Die Kniehases haben mir ohne Rückhalt von ihrem Pflegekind erzählt. Ich weiß, dass sie getanzt und deklamiert hat und dass sie mit einem Tellerchen herumgegangen ist, um die Münzen einzusammeln. 10 Jahre war sie alt, als sie mit ihrem Vater hierher kam. Er war einer von jenen fahrenden Künstlern, die mit Kugeln jonglieren und Tauben aus dem Hut zaubern. Er starb dann ganz plötzlich,
und hinterließ nichts als dieses kleine Mädchen in ihrem Flitterkleid mit den Goldpapiersternchen. Ich nehme keinen Anstoß an ihrer Herkunft. Im Gegenteil. Sie steigert nur meine Teilnahme. Lassen Sie mich offen sein, lieber Freund. Sie sind Geistlicher. Vorläufig noch Konrektor, aber sicher nicht mehr lange, und Sie sind Pastor. Und weiter? Kniehase ist ein guter Name, aber Vorurteil und Selbstgerechtigkeit haben eine laute Stimme in der Welt. Ich bin in Sorge, dass Sie es zu Ihrem Schaden zu spüren bekommen, dass der gute Name, auch wenn Sie Ihren noch dazu tun, die dunkle Herkunft nicht deckt. Ich glaube an die Gnade Gottes. Sie geht ihre eigenen Wege. Es bindet sie keine Regel und sie ist sich selber Gesetz. Eine gute Herkunft ist viel, aber die Erwähltheit ist alles. Und die finden Sie in Marie? Ja. Selbst wenn die Vergangenheit dieses Kindes noch dunkler und verworrener wäre, als sie ist. Ich würde sie nicht beachten. Es gibt eben Naturen, über die das Unlautere keine Gewalt hat. Ich habe Marie nie gesehen, ohne mit Gewissheit zu fühlen, sie wird beglücken und sie wird glücklich sein. Je mehr ich nachdenke, cher Frère, desto mehr wünsche ich mir diese Liaison double. Ich habe mich schon ganz in diese Vorstellung hineingelebt. Tubal und Renate schalten und walten hier auf Gruse und Levin und Katinka auf Hohenfiez. Mon cher Frère, vous savez tout cela depuis longtemps. Ah, mais les choses ne se font pas d'après nos volontés. Mein Schwager Ladalinski denkt genau wie ich. Nun ja, deiner Kinder bin ich mir sicher, aber nicht der jungen Ladalinskis. Wer das Feuer zu stark anbläst, kann es leicht löschen, Amelie. Katinka nimmt die Huldigung von Levin hin. Im Übrigen spielt sie mit ihm. Tubal hat sicherlich ein Gefühl für Renate. Mais qui ne l'aurait pas? Die Schwierigkeiten scheinen mir in der Gleichgültigkeit von Katinka zu liegen und in der Oberflächlichkeit von Tubal. Und beides ist nicht gut, das eine wie das andere. Du forcierst etwas, liebste Schwester, was ganz dem Schutze der Verschwiegenheit anvertraut bleiben sollte. Es besteht die Möglichkeit, dass Katinka anderweitig engagiert ist. Da ist ein gewisser Graf Beninski, ältester polnischer Adel. Und wie ich höre, geht er im Hause meines Schwagers ein und aus. Die Ladalinski stammen auch aus Polen. Da ist es nur natürlich, dass Polen bei ihnen verkehren. J'espère, mais... Levin muss heraus aus dem engen Kreis, in dem er jetzt lebt. Und was seine literarischen Allüren betrifft, die muss er abstreifen. Diese Schwerfälligkeiten, die Katinka nicht verzeiht. Er muss gewandter werden. Er sollte das Weltmännische gewinnen, auf das Katinka allein Gewicht legt. Et je suis du même avis. Ich glaube, ein Jahr in Paris... Nach Frankreich? Niemals! Undenkbar! Ich erwählte Paris nur, weil... Levin hat wie alle jungen Männer unseres Vaterlandes, weiß Gott, jetzt andere Sorgen als Weltmännisches zu erlernen. Und schon gar nicht nach französischer Art. Ja, ja, ich weiß, mon frère. Das ganze Oderbruch mobilisierst du und hast dafür 100 verschiedene Namen. Einmal heißt es Landwehr. Einmal heißt es Landsturm. Ja, sogar das letzte Aufgebot. Oh, mon Dieu. In deinem Übereifer bemerkst du gar nicht, wie das letzte geradezu tragikomisch wirkt. Hector. Ach, Papa. Du bist schon zurück, Papa? Sitz, Hector. Ja. Guse war ein Fehlschlag. Ich hatte gehofft, Graf Drosselstein oder Bamme vorzufinden. Aber niemand war da, nur meine Schwester.
Sie hatte schlechte Laune, weil niemand da war. Und die ließ sie an mir aus. Armer Papa. Wo ist Levin? Er treibt sich im Bruch herum. Er wollte einen Hasen schießen. Ohne den Hund? Hector scheucht ihm zu viel auf, sagt er. Da kommt er nicht zum Schuss. Das beste Tier und der schlechteste Jagdhund. Er hat ihn falsch erzogen. Er hätte ihn härter anpacken müssen. Härter anpacken? Was wissen die denn schon von dir? Du bist doch der Allerbeste. Hm? Es ist immer dasselbe Lied. Ich war deine Schwester, deine Fitzewitz. Ich treffe eine Gräfin Pudagela. Tante Amelie ist durch ihre Heirat in gewissem Sinne über uns hinausgewachsen. Und sie ist etwas älter als du, Papa. An Jahren und vor allem in ihren Ansichten. Sie lebt in ihren Vorstellungen immer noch am Hofe des Prinzen Heinrich in Rheinsberg und mokiert sich über seinen Bruder, den großen Friedrich. Das war und ist eben ihre Welt. Nein, nein, Renate, ich kenne sie. So sind sie samt und sonders, diese Rheinsberger Komtessen. In die französischen Bücher und Prinz Heinrich, oh pardon, Prinz Henri, die Köpfe verdreht haben. Ohne Umschweife. Vorurteile lasse ich vielleicht noch gelten, aber das Unwahre nicht. Es ist mir in tiefster Seele zuwider. Vorhin. Da hast du doch jemanden erwartet. Und das war nicht ich. Ach, Papa. Ich warte schon den ganzen Tag und kann es nicht erwarten, bis sie endlich da sind. Bis er da ist. Niemand würde sich mehr freuen als meine Schwester. Marieke. Hopp, Marieke. Hilf mir auf, Jungsche Herr. Wer hat dich überfallen? Ich weiß es nicht. Wer war es? Ich weiß es nicht. Du willst nur nicht reden. Ich will von nicht. Es ist besser, du kommst mit mir. Ich begleite dich ins Dorf zurück. Das ist aber nett von Ihnen. Dankeschön, junger Herr. Sorgen.
Und obwohl sie uns weniger betreffen und weniger bedrücken, meinen Bruder und mich, so hoffe ich doch, dass wir ihnen das bisschen Zerstreuung bringen, nach der jeder geplagte Mensch ein Bedürfnis hat. Niemand ist geschickter dazu als du, liebste Katinka. Euer Besuch ist die angenehmste Abwechslung. Und ich bin gern bereit, mich allen Emprunctus zu überlassen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass ihr hier seid. Ich finde es wunderbar. Es ist schön, dass ich Sie morgen wiedersehe. Viel zu bieten haben wir allerdings nicht. Komm, setz dich zu uns. Einladung, wenn man aus Berlin kommt und so verwöhnt ist wie du. Papa, darf ich dich kurz sprechen? Hast du das Mode schon? Ein Vorfall, den ich dir berichten sollte. Ist es so dringend? Ein neuer Überfall. Sofort. Entschuldigen Sie, meine Damen, nur für einen Augenblick. Wo ist es passiert? Wie geht es Marie? In dem Jahr, seit du zum letzten Mal hier warst, ist sie voll herangewachsen. Sie ist wie eine Prinzessin im Märchen. Wenn morgen eine goldene Kutsche bei Kniehase vorgefahren käme, um sie abzuholen, ich würde mich nicht wundern. 500 Schritt vom Dorf. Der Abend kaum angebrochen. Das ist nun schon in dieser Woche der dritte Fall. Am heiligen Abend im Schmied in Gold zu die Kuh aus dem Stall getrieben. Gestern in Maschlow die Müller-Kriege die Dielen aufgebrochen. Wie konnte er sein Geld auch unter die Dielenbretter legen? Und nun der Überfall auf Hoppenmarie. Es muss etwas geschehen. Jetzt! Gnädiger Herr? Jetzt! Schicke Christ zum Schulz. Ich muss ihn sprechen. Morgen früh, 10:30. Jawohl, gnädiger Herr. Warum kein Name? Und kein Datum? Meine Mutter wollte nicht in die Familiengruft in der Kirche. Begrab mich in Gottes märkischer Erde, das war ihr Wille. Und so ist es geschehen. Erzähl mir von deiner Mutter. 11 Tage nach der Schlacht bei Jena bekamen wir hier Einquartierung. Französische Offiziere. Meine Mutter, von einem Fieber kaum genesen, ging zum Willkommen der Herren. Mein leidliches Einvernehmen zu den ungebetenen Gästen herzustellen. Es wurde viel getrunken. Und ein Major lallte in der unziemlichsten Huldigung Worte, die meiner Mutter das Blut in die Wangen trieben. Mein Vater schlug ihm ins Gesicht. Es kam zum Duell hier an dieser Stelle. Vater verwundete den Beleidiger schwer am Kopf. Und die Franzosen, in der ihnen eigenen ritterlichen Gesinnung, ja, sie beglückwünschten ihn dazu. Aber der Sieg war zu teuer erkauft. Die Erregung warf meine Mutter zurück aufs Krankenbett. 3 Tage später starb sie. Mein Vater hasst seitdem alles, was von jenseits des Rheins kommt. Wenn die Menschen stumm sind, schreien es die Steine. Das ist sein Stein. Kniehase, gnädiger Herr. Guten Tag, Kniehase. Auf die Minute. Das sitzt uns Alten immer im Blut. Die Jungen sind nicht mehr dazu zu bringen. Nehmen Sie Platz. Ich habe Sie rufen lassen, Kniehase, weil etwas geschehen muss. Und Sie sind der Mann, den ich brauche.
Sie haben von dem Überfall gehört, der unserer alten Hexe fast das Leben oder auch die Geldtasche gekostet hätte. Es ist das Gesindel aus der Umgebung, gnädiger Herr. Nein, Knieherz. In diesem Punkt irren Sie. Was unsere Gegend unsicher macht, das sind Marodeure. Fremdes Volk. Ich rede nicht von der klein gewordenen Grande Armee, nicht von den aus Moskau herausgeräucherten Korps, die jetzt wie in November fliegen über die weiße Wand kriechen. Ich spreche von dem kleinen, verzettelten Zeug, das hier an 50 Plätzen zurückgelassen worden ist. Franzosen, Neapolitaner, Nassau. Seid ohnehin nicht zusammen. Ein paar Tausend in Küstrin, 5000 in Stettin. Ich war vorhin bei Pastor Seidentopf. Die Franzosen, meine, stehen oben an der Grenze. Und wenn es hochkommt, dann der Weichsel. So. Wie weit ist es bis zur Grenze? 10 Meilen, wie die Krähe fliegt. Und da haben Sie es. All das gepresste Soldatenvolk. Das läuft jetzt weg. Zu einer Katastrophe ist es vom Soldatenleben zum Räuberleben nur noch ein Schritt. Was hier herumspukt, das sind Deserteure aus dem Polnischen. Da kommen das Gesindel nun her, wo es will. Da muss ich mal ein Ende machen. Da kommen dann die Reste der großen Armee heran. Heute 100, morgen 1000. So machen wir damit, was wir gelernt haben. Sie bei den Grenadieren, ich bei den Knobelsdorf-Dragonern. Also, vorwärts. Und je eher, je lieber. Deshalb habe ich Sie rufen lassen, Kniehase. Wir müssen uns fertig machen. Landsturm, Dorf bei Dorf. Und wenn dann der König ruft? So sind wir da. Jawohl. Wenn er nicht ruft, so sind wir auch da. Ohne den König geht es nicht. Es geht, Kniehase. Die Zeiten wechseln. Es gibt Zeiten des Gehorchens und des Abwartens. Und es gibt Zeiten, wo zu handeln erste Pflicht ist. Ich habe dem König Treue geschworen. Aber ich will um der beschworenen Treue willen die natürliche Treue nicht brechen. Und die gehört dem Land, in dem ich geboren bin. Der König ist um des Landes willen da. Trennt er sich von ihm oder lässt sich von ihm trennen durch Schwachheit oder falschen Rat, so löst er sich von seinem Schwur. Der bindet mich von ihm ein. Es geht nicht ohne den König. Der gnädige Herr sind hier geboren und kennen das Oderbruch und seine Bauern. Aber, halten zu Gnaden, ich kenne die Bauern besser. Der König ist ihnen alles. Der König hat ihnen das Bruch eingedeicht. Der König hat ihnen die Kirchen gebaut. Der König hat ihnen die Gräben gezogen. So wissen sie es vom Vater und Großvater her, so wissen sie es von sich selber. Wenn ich mit Kalius und Kümmeritz und den anderen Gansbauern bei Schawenka im Krug sitze, so ist der alte Fritz das dritte Wort. Er ist ihnen ihr Herrgott und sie sprechen von ihm, als wenn er noch lebte. Aber der ist nun seit 25 Jahren tot und sein Neffe ist König und er ist ein schwacher König. Nur eins ist dem Bauern noch mehr ans Herz gewachsen als ihr König. Sein Haus und sein Hof. Um Haus und Hof willen soll er jetzt die Waffe in die Hand nehmen. Es ist nicht das erste Mal in diesem Lande. Als der Schwede in der Altmark hauste, haben sich die Bauern aufgemacht, ohne viel zu tragen. Überall herum ist ihr Blut gedüngt worden. Herr Kunersdorf, Herr Zaundorf. Das alles soll jetzt preisgegeben werden, weil ein König nicht mehr stark genug ist, sich schwacher Ratgeber zu erwehren. Nein, Knias. Mit dem König, solange es geht. Ohne ihn, wenn es sein muss. Ohne den König? Ja. Ohne den König geht es nicht. Herein. Der Herr Konrektor Ute Grafen. Ich lasse bitten. Sie kommen wie gerufen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich bringe Nachricht von Justizrat Turgani. Bitte. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich bitte Sie, hochverehrter Freund, in Ihrer Gegend recherchieren zu lassen. Alles deutet darauf hin, dass das Gesindel, das wir suchen, irgendwo zwischen Hohen Viez und Mannschnuss steckt. Behalte mir weitere Mitteilungen für die nächsten Tage vor und so weiter und so weiter. Turgani ist auf falscher Fährte. Das ist nicht Gesindel aus unserer Gegend. Ich bleibe dabei. Es sind französische Marodeurs von der Grenze. Ich will Sie, lieber Orte Grafen, nicht mit Aufträgen an Justizrat Turgani belästigen, aber gegen meinen alten Kniehase müssen Sie mir helfen. Er will mich im Stich lassen. Das will er nicht, gnädiger Herr. Doch. Er kennt in diesem königlichen Land Preußen kein anderes Losschlagen als Bebilligung von oben her. Seidentopf stimmt ihm zu. Sie auch? Nein. Und dreimal nein. Und ich bin froh, endlich einmal statt vor tauben Ohren vor einem gleichgesinnten Herzen Zeugnis ablegen zu können. Ein Volk folgt immer, wo zu folgen ist. Es hat im Unseren an gutem Gehorsam nie gefehlt.
Aber es ist fluchwürdig, den toten Gehorsam zu eines Volkes höchster Tugend stempeln zu wollen. Meine Treue zu König und Gesetz sind kein toter Gehorsam, Herr Konrektor. Unser Höchstes ist Freiheit und Liebe. Zeigen wir dem König, dass wir für ihn einstehen, auch wenn wir ihm widersprechen. Es gibt eine Treue, die, während sie nicht gehorcht, erst ganz sie selber ist. Ich habe meinen Eid geschworen, um ihn zu halten. Nicht um ihn zu brechen oder auszulegen. Die Obrigkeit ist von Gott. Aus der Hand Gottes kommen die Könige, die Starken wie die Schwachen. Und ich muss sie nehmen, wie sie fallen. Aus der Hand Gottes kommt auch vieles andere noch. Und gibt es dann einen Widerstreit? Das Letzte bleibt immer das eigene Herz. Es ist so, Schulze Kniehase. Und sich entscheiden ist schwerer als gehorchen. Ein Mann wie Sie ist auch der Andreas Hofer gewesen. Treu wie Gold. Aber als sein Kaiser Frieden machte mit den Franzosen, da sagte er, der Kaiser muss es, ich muss es nicht. Ich halte ihm sein Land, Tirol. Er brach seinem Herrn den Frieden und war schuldig bei Freund und Feind. Er hat es mit dem Tode bezahlt. Aber glauben Sie, Kniehase, dass der Kaiser, wenn er den Namen Andreas Hofer hört, an Eidbruch oder Untreue denkt? Nein. Gesegnet Land und Fürst, wo die Liebe lebendig ist und auf sich selber mehr hört als auf Amtsblatt und Kommandowort. Gnädiger Herr, der Konrektor hat es getroffen. Sich entscheiden ist schwerer als gehorchen. Ich habe mich entschieden. Wir machen uns fertig hier rum. Es darf keiner über die Oder. Das danke ich Ihnen, werter Graf. Ich allein hätte meinen Schulzen nie bezwungen. Wir wollen keine Zeit verlieren und gleich morgen früh mit dem Reinemachen anfangen. Erstmal hier bei uns. Morgen. 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 Halt, halt, halt. Lass gut sein, Mann. Was ist denn? Das ist nichts für dich. Damit muss man umgehen können. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, gnädiger Herr. Guten Morgen, Kniehase. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Der Junge hier, soll der auch mit? Der hat Augen wie ein Luchs. Moin. Morgen. Morgen. Moin. Guten Morgen. Viele sind es ja gerade nicht. Kümmeritz kann nicht. Der hat wieder das Reißen. Und Müller-Miklai? Der will nicht. Der hat was von Aufstand und ohne den König gehört. Das hat ihn stutzig gemacht. Und Kallis? Der wollte. Aber ich schicke den wieder nach Hause. Ich kenne unseren Sahnepott. Er kann kein Blut sehen. Naja, ich denke, es wird gehen. Das denke ich auch nicht, Herr. Da bist. Weißt du, wie schön du bist, Katinka? Manchmal sagt man es mir. Aber glauben würde ich es erst, wenn es mir der Richtige sagt. Levin,
Nur mit Gedichten aber. Sonst noch nicht. Du musst Geduld mit ihm haben, Katinka. Oh. Du redest wie Tubal. Bitte, Katinka. Aber ich hab ja Geduld. So, wir teilen uns hier. Levin, du kommst mit mir. Tubal, Hanne, der junge Schawenka. Kniehase, Sie übernehmen die anderen. Ihr geht so, wir gehen da runter. Da hinten beim Wehr treffen wir wieder zusammen. Los! Bleib mal stehen. Ich glaube, das Gesindel muss Komplizen haben. Es gibt doch hier weit und breit keinen Unterschlupf. Wir müssten längst Bescheid wissen. Manch einer wird es schon wissen. Und wer soll es wissen, Hanne? Ich kaufe dir eine Pelzmütze, wenn du mir es sagst. Hoppenmariken, jungen Herr. Du bist nicht bei Troste. Hoppenmariken, natürlich. Nein, Hanne, sie ist nicht ganz ehrlich, das ist wahr. Aber wirklich krumme Geschichten macht sie nicht. Und wenn sie es doch weiß? Jetzt haben wir sie. Lauf los und hol die anderen, Hanne. Auch die Kuh vom Goldzoher Schmied. Verdammt. Warten wir auf die anderen? Nein. Tubal, du kümmerst dich um die Frau. Mhm. Levin sichert den Platz. Wir beide dringen in die Hütte. Ja. Vorwärts. Macht euch fertig. Du musst ja nicht weinen. Hey, Junge. Passt du auf sie auf? Ja. Deswegen das ganze Theater. Guck mal.
Das ist doch der Muschwitz aus Großglessis, der Rosenträger aus Budel. Ist alles vorbei. Ich hab sie entdeckt, ich hab sie zuerst gesehen. Raus hier! Raus hier! Haben wir euch endlich am Schlawittchen, ihr Strolche! Ihr Lumpengesindel! Diebe! Wir haben hübsch was zusammengeräubert. Ja. Aber Gesindel aus unserer Gegend. Kein fremdes Volk. Keine Marodeurs. Keine Deserteurs. Kommen schon noch. Ist nur eine Frage der Zeit. Und jetzt? Wo geht's jetzt hin? An den Galgen. Na, Jungchen Schawenka, so doll wird's nicht werden. Bringt sie nach Frankfurt zu Justizrat Thurgan. Auch das Diebsgut. Wenn sie versuchen zu fliehen, kein Federlesen. Aber gnädiger Herr, warum sollten wir denn fliehen? Wir haben's doch im Gefängnis viel bequemer. Warm und trocken. Und für die Frau und den Balk ist es auch besser. Zu wem gehört die Frau? Zu dir oder zu dir? Was war da mit Hoppenmariken? Hoppenmariken? Kenn ich nicht. Du? Nie was gehört von. Naja. Der Justizrat wird euch schon zum Reden bringen. Hanne Bogun lässt sich das nicht ausreden. Hoppenmariken steckt da dick mit drin, meint er. Auf jeden Fall muss er irgendwas wissen. Hoppenmariken? Das glaube ich nicht. Wer weiß nur, dass sie mit allerlei schlechtem Handelszeug Geschäfte macht. Das wird ihr den rechtmäßigen Erwerb jederzeit bestätigen. Wir haben uns offenbar geirrt. Das wollte ich, wie? Mhm. Weißt du, magst die Hexe. Ja. Schade.